umso länger ich dabei bin, umso mehr Verantwortung bekomme ich. Vorausgesetzt, ich möchte das Ganze auch. Fachliche Verantwortung ist das eine, das andere ist aber auch die personelle Verantwortung, die ich auch bekomme. Allerdings ist das auch verknüpft mit entsprechenden Trainings, die vorher abgeleistet werden sollten. Also schon beim Einstieg wurden mir die Pfade, die Karrierepfade von Ernst & Young vorgestellt. Die bin ich auch gegangen. Ich bin als Berufseinsteiger eingestiegen, als Consultant, wurde nach 3 Jahren zum Senior Consultant befördert und stehe jetzt kurz vor der Beförderung zum Manager. Man wird sowohl fachlich als auch persönlich extrem gefördert und bekommt wirklich sehr viele Trainings. Abhängig in welcher Abteilung ich natürlich bin, bekomme ich das ganze Jahr über unterschiedliche Trainingseinheiten. Manche sind Pflichtbestandteile, um eben das entsprechende Mandat, das entsprechende Projekt betreuen zu können. Manche sind aber auch optional, sodass ich wählen kann und kann sagen, okay, ich würde mich gerne spezialisieren auf das ein oder andere Thema und kann dann eben das Training wahrnehmen. Und das ist was, was definitiv von allen Abteilungen und allen Vorgesetzten und Führungskräften unterstützt wird. Zum Beispiel unterstützt Ernst & Young auch Sprachkurse, wenn man zum Beispiel ins Ausland gehen möchte und die Sprache nur bedingt spricht, wie zum Beispiel Russisch, könnte man auch die russische Sprache noch lernen. Ist auch was, was vielleicht persönlich einem unheimlich viel weiterbringt. Auch da unterstützt Ernst & Young mit verschiedenen Sprachkursen, wenn gewollt, die Weiterbildung. Grundsätzlich werden verschiedene Programme angeboten, um im Ausland arbeiten zu können. Die Programme dauern von 3 Monaten bis zu 2 Jahren oder auch länger. Ich persönlich war letztes Jahr in Moskau gewesen für 3 Monate und habe da in dem Moskauer Büro mal Einblick gehabt, wie die russischen Mitarbeiter arbeiten, wie so ein bisschen das russische Steuerrecht funktioniert, war auch ganz interessant zu sehen, wo liegen die Unterschiede. Was aber auch eine sehr gute Möglichkeit ist, gerade wenn ich noch während dem Studium bin, ist unser Sezell-Programm. Dieses Praktikanten-Auslandsentsendungsprogramm wurde deshalb entwickelt, da viele Studentinnen und Studenten während des Studiums ins Ausland möchten und auch eigentlich gehen sollten. Und wir haben mit diesem Programm versucht, genau dem Bedarf zu entsprechen und bieten schon an, ab 6 Wochen mit uns ins Ausland zu gehen.